Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed. Ich hab gerade überlegt, das Spiel heißt. Boah, die sind mir alle zu. Die sind alle vom Level her zu stark. Das können wir alles vergessen, ey, die kriege ich nicht platt. Die kriege ich ja nicht mal im Nahkampfangriff platt. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg nach Alexandria. Wasser scheint er nicht zu mögen. Aus dem Weg! Ah, hier ist ein bisschen flacher. Es leckt schon wieder, ey, das nervt mich. Leckt das gerade so? Da ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bedeuten meistens Missionen. Hilf den Rebellen. Wow. Wow, ich bin weg. Tschüss. War nett mit euch. Alter. Die machen mich alle One-Hits. Was ist denn hier los? Ich bin nur ein Opfer. Gib den Weg frei. Hab ich doch. Alter, für die bin ich alle nur so ein One-Hit. Opfer. Das ist krass. Die sind auch alle. Alter! Gegen die alle überhaupt keine Chance. Wir sind eine Mauer! Verschafft mir mehr Zeit. Alter, mit einem Pfeil. Was geht hier ab? Ernsthaft jetzt, was geht hier ab? Auch vergessen. Ich nehme erstmal den Sündpunkt da oben mit. Ich weiß nicht, was die für ein Level sind. Das steht leider jetzt nicht drüber. Aber so wie die mich one-hitten, denke ich mal locker 15. Da hängt einer. Ja, einfach mal abhängen. Na ja gut, wir schauen mal zu, dass wir irgendwie nach Alexandria reinkommen. Dass wir irgendwie in die Stadt reinkommen. Was ist da für ein Fragezeichen?
decken mal nebenbei noch die Fragezeichen auf, die so auf dem Weg sind. Hier ist eine Mission. Neuer Ort entdeckt. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Warum? Ach du Scheiße. Oh. Weil jetzt hier eine Mission anzunehmen, macht aber auch irgendwie wenig Sinn. Nicht da drin bleiben. Du machst doch alles nur noch schwieriger für dich selbst. Oh. Kann ich dir helfen? Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot. Er fürchtet Cephetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken hilft auch nicht. Ich bin doch kein Schloss. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Geht ihr mit ihm? Bitte, wenn er nicht arbeitet, werden Sephetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann, aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Ach, die kann ich nicht töten. Ja, wir gehen mal weiter nach Alexandria. Jetzt kommt. Oh. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Leder, dann kann ich das nämlich gleich noch mal ein bisschen leveln. Oh. Danke dir. Jetzt müsste es ja... Ausrüstung. Eine, hier fehlt ja noch Holz, aber das geht. Also wir haben einen besseren Brustschutz. Was ist für das nächste Level? Nochmal 9. Aber ich würde gerne mal... Oh. Ich würde gerne mal in Alexandria ankommen. Wow. Es leckt. Es leckt. Also ich werde nach der... Ich war jetzt noch leider noch nicht in Kiel, aber ich werde jetzt nach der Folge einfach mal Feierabend machen. Es ist jetzt schon kurz vor 8. Und dann wird der Rechner heute mal neu gemacht. Es kann nicht sein, dass alle Spiele lecken. Der alte Stummeintreiber verlangt zu fliehen. Das lohnt sich nicht mehr. Meine Liebste. Aber was wir können wir tun? Wir haben nicht genug Geld. Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Letopolis ziehen. Was ist das denn? Meister Tahaka baut dort eine wunderbare Stadt für alle. Nomadenpasser, okay. Ah, okay. Hanecheru. Wo sind wir denn gelandet hier? Zum Schmied könnte man ja mal... Oh.
da ist er. Dass wir vielleicht so zwei, drei Sachen noch aufrüsten können. Kommst du, um zu handeln? Tagelöhner, Unternehmer, Wanderer, sucht nicht hier nach Trost. Macht euch auf den Weg in das sagenumwobene Letopolis. Letopolis ist ein wahrgewordener Traum, eine neue Heimat, errichtet durch eure eigenen Hände. Der Weg ist, weiß Gott, nicht ohne Gefahren, aber dafür erwartet euch doch eine Ruhe. So, Schild aufgerüstet. Ein Leuchtfeuer in finsteren Wüstennächten. Muss natürlich mal gucken, was ich eigentlich ausgerüstet habe. So, wir haben Qual. Na, Quatsch, wie heißt denn der? Wolfsbann. Kanäische Klinge und Pilum. Und viel Glück. Aufrüsten. Die. Alles mal ein bisschen auf meiner... Was geht denn bei euch? Oh, die sind natürlich auch alle... Verpisst euch. Hast du den Arm? Ich hab da überhaupt nichts gemacht. Ich war nur einkaufen. Ich suche nach dem Hafenmeister. Ernsthaft, ich war nur einkaufen. Eines meiner Schiffe trifft bald ein. Mit vielen Krügen, Oliven und Rizinusöl. Davon würden viele hier profitieren. Öl ist Mangelware. Der sieht mich hier. Ich hoffe sehr, dass es mir unbemerkt einzuschalten. Wie er mit dem Arm wippt. Also, ich bin ja echt heute voll das Opfer. Wieso? Eines meiner Schiffe trifft bald ein, mit vielen Krügen Oliven und Rizinusöl. Davon würden viele hier profitieren. Öl ist Mangelware. Ich weiß. Ich hoffe sehr, das hilft mir. Ah, da bist du ja wieder. Wow. Oh Gott, hier ploppen immer mehr Fragezeichen auf. Das wird echt übel werden. Ah, das leckt auch wieder. Das ist so hässlich, ey. Oh. Du da! Halt! Wieso halt schon wieder? Ich bin einfach nur am Durchreiten. So eine ganz normale öffentliche Straße hier, oder? Wo reitet ihr eigentlich mit mir hin? Müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir hin. Okay, das ist eine lange Reise. Hab ich das Gefühl, dass der... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, wenn wir... Warte mal. Falsche Taste. Wenn wir übers Wasser gehen, dass wir da dezent schneller sind. Brauchen wir eigentlich nur ein Boot. Ich suche nach dem Hafenmeister. Wieso? Ich glaube, wir sind gerade im Kreis. Geil. Guck mal, da sind doch Boote. Oh.
kann ich nicht plündern. Habe ich gerade jemanden 3 Ziegen getötet? Das tut mir jetzt aber leid. Jetzt klaue ich ihm auch noch das Boot wahrscheinlich. Da ist ein Krokodil. Oh, geil. Alter! Kann man im Jetski mitfahren? Alter, ich bin so ein Lobob. Alles in dieser Umwelt hier ist einfach von der Stufe her stärker als ich. Neue Region entdeckt, Alexandria. Na? Achso, okay. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken. Hier gibt es natürlich wieder die. Alter, Level 20 Mission. Dass wir hier wenigstens einen Schnellreisepunkt freischalten können. Dass wir hier immer schnell wieder in die Stadt zurück können. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. So haben wir wenigstens einen Schnellreisepunkt. Was macht der denn? Ich wollte doch eigentlich, dass du... Warum machst du das? Mach das weg! Ich glaube, ich darf einfach mal RT nicht beim Springen drücken. Was immer du sagst, du hast vollkommen recht, mein Freund. Ich stimme dir zu 100% zu. Ja, das glaube ich nicht so. Ich glaube, heute Morgen wird auch schönes Wetter werden. Ich verstehe das nämlich. Oh, das wird wehtun. Wie sie sich immer erschrecken, wenn einer einfach mal das Haus hochklettert. Achso, wir müssen noch ein bisschen höher. Warum macht er das? Alexandria ist in dem Zeitalter schon römisch. Es kommt mir gerade so ein bisschen gerade die Statue, so ein bisschen alles ein bisschen römisch angehaucht vor. Wieso hat er keinen Todessprung gemacht? Naja, mach mal einen kleinen Todessprung. So, dann haben wir nämlich wenigstens, wenn uns das Spiel raustreibt aus Alexandria, haben wir wenigstens einen Schnellreisepunkt hier. Und können jederzeit wieder zurück. Es sind übrigens insgesamt 58 Türme, habe ich gesehen in der Pause. Es ist doch italienisch. Das ist italienisch.
Serapis. Die Schlange bekommt eine Antwort. Ich denke mal, dass das hier schon sehr römisch gehalten ist. Das ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Die sind alle da drin? Oh ja. Na dann. Okay, hier sind dann Gegner wieder, die mein Level entsprechen. Gott sei Dank. Ah, Löwenfälle. Da ist ein Schatz. Warum soll ich hier hin? Wahrscheinlich deswegen. Gut, meine Lieben, wir machen aber jetzt Feierabend. Ich werde die Folgen jetzt schnell noch alle bearbeiten. Die zwei kommen jetzt ja eh erst morgen und übermorgen. Also die ich jetzt aufgenommen habe, die zwei. Jetzt gestern kamen ja 10. Also die hier müsste Sonntag kommen. Ich hoffe, bis dahin habe ich meinen Rechner alles wieder ordentlich eingerichtet. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.